Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Play Elder Scrolls Online Gold Road. In der letzten Episode haben wir uns hier die Ruinen von Vendil zusammen mit Narsis Drenn angesehen. Ging für ihn nicht so gut aus, für uns dagegen schon. Und als nächstes dachte ich, weil wir gerade in der Nähe sind, schauen wir uns mal dieses Verlies hier an. Legions Ruh, da gibt es eine Himmelsscherbe. Die können wir dann auch mal auf dem Weg woanders hin mal abbestücken. Und schauen wir mal, was das Verlies so hergibt. Jetzt hier ab. Gehen wir mal. Hier der Weg ist. Irgendwo hier müsste es reingehen. Hoffentlich. Immer schön einen neuen Geruch zu entdecken, schätze ich. Hier? Ja. Gibt's hier keine Quest dazu? Hier gibt's eine Quest dazu. Ich wollte gerade sagen. Verdienen, Abenteurerin? Ich könnte Hilfe brauchen. Okay, Orissa Delioni. Ich hatte auf eine Kohorte Legionäre aus Gingrad gehofft. Doch ihr werdet reichen müssen. Ich schätze. Ich weiß nicht einmal, wo ich anfangen soll. Unsere ganze Ladung blauer Ädral ist weg. Und mein lieber Bummler ist immer noch dort drin und jagt dem hinterher, wer auch immer uns angegriffen hat. Ihr wurdet angegriffen? Was ist geschehen? Bestien, Schurken, ein schreckliches Summen. Es ging alles so schnell. Legionsruh war immer ein sicherer Ort, um die Nacht zu verbringen. Ruri, mein Karawanenmeister, bestätigte mir das nach dem Ausspähen. Aber nun seht uns an. Fremde, ich brauche dringend eure Hilfe. Okay, was soll ich für euch tun? Das Schicksal des Weinguts hängt von dieser gestohlenen Lieferung blauer Ädral ab. Berg die verlorenen Kisten sowie meinen lieben Bummler und beweise dafür, wer für diesen Angriff verantwortlich ist. Und ich verspreche, dass es sich für euch lohnt. Ja, okay, ich helfe euch, Bummler und den gestohlenen Wein zu bergen. Ich schleppe die Kisten Wein einfach auf meinem Buckel raus, kein Problem. Das Sichern von 4 Kisten blauem Ädral sollte genügen, um unser Weingut über Wasser zu halten. Wenn wir rasch handeln, finden wir vielleicht sogar heraus, woher sie wussten, dass man uns überfallen kann. Wir waren geheim unterwegs, wisst ihr? Und lasst uns nach Bummler suchen. Ich will auf keinen Fall, dass ihm etwas zustößt. Ja, warum führt ihr eure Karawane durch Legion zu? Zu viel Schütteln ruiniert den blauen Ädral. Daher mussten wir besonders langsam reisen, um den Markt zu erreichen. Legionsruh war stets ein sicherer Halt. Ruri, mein Karawanenführer, wählte den Ort und unsere geheime Route persönlich aus. Ihr habt ein paar Mal blauen Ädral erwähnt. Was genau ist das? Blauer Ädral ist der Stolz der Kellerei meiner Familie. Er reift 10 Jahre lang in Fässern, die aus den Planken des ersten Langhauses von Skingrad gefertigt sind. Dieser Schwung ist endlich herangereift und wir brachten ihn gerade zum Markt, als wir überfallen wurden. Okay. Meint ihr, die hatten es auf dem blauen Ädral abgesehen? Sie schienen auf jeden Fall zu wissen, was in unserem Wagen war. Doch wir halten sämtliche Informationen über unsere Reifung und die Route zum Markt streng geheim. Wenn wir in Erfahrung bringen, wie sie uns hier überfallen konnten, würde uns dies ungeheuer helfen. Vorhin hattet ihr Bummler erwähnt. Wer ist das? Bummler ist viele Dämonen vor und behält meinen Besitz im Auge. Alles entscheidende Aufgaben für den fortwährenden Erfolg meines Weinguts und umso mehr Grund, ihn schnellstmöglich zu finden. Außerdem ist er mein geliebter Schoßhund. Verstehe. Da ist mittendrin, sorry, da ist gerade die Aufnahme abgebrochen. Da fehlen jetzt so 3-4 Sekunden Text. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Augenblick mal. Bummler ist ein Hund. Glaubt nicht einmal einen Wimpernschlag lang, Bummler sei weniger wichtig als der blaue Ädral, nur weil er ein Hund ist. Er zögerte nicht, mich und die Karawane zu verteidigen. Da ist es nur recht, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun, um ihn sicher zurückzubringen. Bin da voll bei dir, alles gut. Ich gehe nach Legions Ruh und versuche, euren Wein und Bummler zu finden. So, dann wählen wir die Quest auch noch aus. Schütteter Wein, die müsste es sein. Okay. So, wie gesagt, ich hoffe, die Aufnahme läuft jetzt wieder vernünftig. Sieht aber so aus. Ich schließe mich euch an. Mit etwas Abstand natürlich. Bummler soll nicht denken, ihr wollt ihm etwas tun. Okay. Dann komm einfach mit. So, wie immer in einem Gewölbe einmal kurz einen Überblick verschaffen, was die beste Route ist. Ich schätze, hier kommen wir noch nicht lang.
Würde ich jetzt schätzen. Wir gucken uns das mal kurz einmal an. Doch, hier können wir lang. Dann ist das wahrscheinlich auch die Route. Gehen wir da mal direkt hin. Nee, können wir doch nicht lang. Ist aber auch ganz schön scheiße duster hier. Ich sehe überhaupt gar nichts. Hol mal nicht direkt alle Gegner. Ich will einmal kurz hier die Wege so ein bisschen schauen. Kann man hier durch? Hier kann man durch. So, könnte ich durch. Ich gehe mal da hinten rum. Ich hoffe, das ist eine brauchbare Route. Wie gesagt, das habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Das stört mich an diesen Gewölben immer, dass sie so verwinkelt sind und man gar nicht weiß, welche Route man da eigentlich laufen soll. Ich mag schön lineare Gewölbe, aber die gibt es leider gar nicht mehr in ESO. Die werden, also in Necrom war das schon ganz übel. Aber ja, besser geworden ist das seitdem scheinbar nicht. Bist du das? Los, Bummler. So, da ist noch eine Kiste. So ein feiner Junge, Bummler. Ein feiner Junge. Wo ist denn Bummler? Egal. Feindseligkeiten beendet. Richtig. Zeit zum Entspannen. Wie viele sind denn hier auf einmal? Verdammt, ich bin ein Gelehrter! Also wie gesagt, ich sehe hier relativ wenig, weil das so extrem duster ist. Kann man hier weiter? Irgendwie sieht das nicht so aus. Also, diese Kartenführung, ich blick echt nicht durch. Wieso kann ich hier nicht durch, aber da schon? Habe ich keinen Spaß dran. Warum kämpft er nicht? Stockduster, 5 Milliarden Viecher. Ich gehe mal hier hoch. Hier rennen sonst wohin? Okay. Bei Morat vielen Augen. Da hinten ist die Himmelsscherbe. Da kommen wir von hier aber scheinbar auch wieder nicht hin. Das ist doch zum Kratzen. Also dieses Gewölbe gefällt mir auch schon wieder nicht. Ne? Also wie gesagt, stockduster. Ich sehe wirklich bei Tageslicht überhaupt gar nichts. Also ich muss wirklich hier meine Augen zusammenkneifen, um überhaupt was zu sehen. Wege zu finden ist auch schon so eine Sache. Ich gehe jetzt mal andersrum, weil ich die Himmelsscherbe, wie gesagt, haben will. Da oben könnte man lang, aber geht halt auch nicht. Das ist alles... Ah. Also ich habe es bei Necrom gepredigt. Ich predige es auch hier wieder. Liebe Entwickler von Elder Scrolls, diese verwinkelten Dungeons gehen mir echt auf die Eier. Es geht mir unfassbar auf die Eier. Du musst alle Wege 30 Millionen Mal rennen. Ja, und jetzt bin ich wieder hier. Und hier konnte man nicht lang. Ey, was ist denn das? Wie kommt man zu der scheiß Himmelsscherbe? Sie hier oben irgendwie rum, ey. Oh.
Fuck you, ey. Also, wir rennen nochmal 30 Kilometer zurück. Dann gehen wir nochmal hier oben hoch. Ausdauer komplett aufgebraucht, weil ich nur am Rennen bin. So, und jetzt müsste ich eigentlich da oben irgendwie hin. Das heißt, ich gehe mal hier hoch. Leicht. Ich bin immer noch kämpferisch. Da können wir auf jeden Fall die nächsten Questgegenstände finden. Noch mehr? Ich brauche Tee. Noch eine Kiste. So ein feiner Junge, Bummler. Bist du Bummler? Bummler, jetzt habe ich dich gefunden. Ah. Ein Feini. Guter Hund. Such Guter noch eine Hund. Flasche, okay, er sucht weiter. Jetzt renne ich dem einfach hinterher. Nein, mache ich nicht. Ich biege jetzt hier sofort ab zu der Himmelsscherbe. Sofern es denn geht. Und hier komme ich da auch nicht hin. Nein, ich muss also wirklich komplett da oben rum. Na, das ist ja ein Spaß. So, ich renne mal hier lang. Das wäre erledigt. Was kommt als nächstes? Vielleicht die Himmelsscherbe. Klingt, als hätte er mehr Wein gefunden. Kleine Fliegebiester sind auf jeden Fall auch unfassbar nervtötend. So. Guter Hund, Bummler. 3 von 4. So, jetzt haben wir es immer zur Himmelsscherbe geschafft. Gut, zurück zur Wegfindung. Wo ist der Boss? Vielleicht da oben? Das ist ja auch jetzt wieder die Frage. Wie kommen wir zum Boss? Weil der wird ja auch wieder nicht angezeigt. Ich mag diese Verliese nicht. Also, die gehören halt leider dazu. Aber ich fände es besser, wenn da eine bessere Route wäre und wenn man wüsste, wo der Boss wäre, vor allem auch. Also das ist auch immer so eine Sache. Oh, komm. So, jetzt. Oh.
Gut, ist hier der Boss? Wahrscheinlich nicht. Doch. Ja, wunderbar. Dann nehmen wir den Boss gleich mit. Tausend Mücken? Ist das wohl übertrieben? So. Hervorragend. Doch wir können das noch besser. Wenn du das sagst, dann da. So, jetzt noch eine Kiste. Erstmal hier den Brief. Und eine Notiz. Nehmen wir sie uns. Gilroy Vassinus. Die nächste Lieferung von blauem Ädral bricht in einer Woche auf. Wie ich Orissa sagte, habe ich die Route bereits ausgekundschaftet, damit ihr problemlos euren Hinterhalt vorbereiten könnt. Wenn wir ankommen, werde ich bei den Kisten mit dem blauen Ädral stehen. Es sind ziemlich wenige Flaschen, also geht behutsam damit um und mit mir ebenfalls. Richtet mich nur so übel zu, dass sie nichts von meinem Verrat ahnen. Ein paar eurer Kristallwespenhüter, verkleidet als Raufbeute, sollten reichen. Orissa mag stolz sein, aber eine Kämpferin ist sie nicht. Und haltet eure neuen Schoßtiere bitte weit genug von all dem entfernt. Ich weiß nicht, in welcher Grube im Reich des Vergessens ihr diese Wespen gefunden habt, aber sie sollten bitte von mir und den anderen wegbleiben. Von mir übrigens auch. Ich hoffe, ihr haltet euren Teil der Abmachung ein. Nur damit das klar ist, ich will Gold. Kein Honig oder was auch immer ihr aus diesen abscheulichen Wespen macht. Gold. Und zwar mein Gewicht in Gold. Rory. Reden wir draußen. Komm schon, Bummler. Okay. Ist mir egal jetzt. Wir gehen mal raus. Das lädt jetzt ganz schön lange. Ah, jetzt hat es endlich geklappt. Wer ist ein guter Junge, Bummler? Du! Komm, Bummler, mach Sitz. Was sucht der denn da? So. Okay, Orissa. Hast du den Verrat mitbekommen? Entschuldigt, dass ich einfach so davon eilte. Diese schrecklichen Kristallwespen haben mich richtig nervös gemacht. Außerdem wollte ich Bummler in Sicherheit bringen. Was stand denn nun in dieser Notiz, die ihr euch geschnappt hattet? Ja, es ist eine Notiz von eurem Karawanenmeister und dem Anführer der Banditen. An den Anführer der Banditen. Er half bei dem Überfall auf euch. Lasst mich das einmal sehen. Gilroy Vassinus? Seiner Familie gehörte einst eine rivalisierende Kellerei. Doch sie ist schon seit ein paar Jahren bankrott. Sind sie deshalb Banditen geworden? Und Ruri, er arbeitet seit Jahren für uns. Wenn er Gold braucht, hätte er mich nur fragen müssen. Ja, was werdet ihr mit ihm machen? Wir hätten wegen ihm schwer verletzt oder sogar getötet werden können. Und wofür? Gold? Ich übergebe ihn der Wache, sobald wir Skingrad erreichen. Danach wird er eine gewisse Zeit in einer von Graf Calantius Kerkerzellen verbringen. Ja, das ist in Ordnung. Hier ist der Wein, den ich aus Legions Ruhe geborgen habe. Jetzt können wir unsere Reise zum Markt fortsetzen und den Wein wie geplant verkaufen. Außerdem können wir Ruri der Obrigkeit übergeben. Und ich erzähle der Legion davon, was in diesen Höhlen vor sich geht. Ihr habt meinen Bestand geborgen, als ich dachte, alles wäre verloren. Vielen Dank. Ja, gar kein Problem. Unfassbar, dass Ruri uns verraten hat. Bummler und die anderen hätten sterben können. Bummler ist ein Feini, dem darf nichts passieren, ne? Ihr verräterischer Bastard! Warum seid ihr so wütend? Ihr könnt doch mehr Wein machen.
Ich habe euch vertraut. Ja. Ja, gib sie. Nun gut, hört her. Wir haben den blauen Ädral geborgen. Wie immer bekommen alle ihren Anteil am Gewinn, wenn wir ihn verkaufen. Alle außer Ruri, meine ich. Ja, der hat's auch nicht verdient. Schön. Haben wir das auch erledigt? Ich wollte noch mal einmal hier irgendwie so ein Screenshot machen, dass ich irgendwas habe. So, wo gehen wir denn mal hin? Wir haben hier oben noch so ein paar Quests. Die würde ich vielleicht erstmal machen. Dann haben wir den Bereich hier oben nämlich abgehakt. Das erscheint mir irgendwie sinnvoll. Gehen wir da mal einmal hin. Es sei denn, es sind eigentlich gar keine Quests, die jetzt hier zur direkten Story in den Westauen gehören. Dann verschieben wir das. Aber ich würde es zumindest gerne einmal anschauen. So, du hast eine Quest. Fenorian. Was würde Graf Verandis in dieser Situation tun? Worum geht's? Ihr habt nicht zufällig vor, an der Auktion im Valente-Weingut teilzunehmen, oder? Ich bin mir sicher, dass da drin etwas Unschickliches vorgeht. Ihr wirkt fähig. Möchtet ihr mir dabei helfen, mehr über diese Sache herauszufinden? Haus Rabenwacht kann sehr großzügig sein. Was für eine Art von Gefahr erwartet ihr bei einer Weinauktion? Das ist nicht nur irgendeine Auktion. Das ist eine Auktion von Vampiren für Vampire. Ah, okay. Da ich selbst ein Vampir bin, frage ich mich doch, warum Fürst Galio Valente, Betreiber des Weinguts und Anführer eines Vampirzirkels, anderen Vampiren Wein verkaufen will. Es ist ja nicht so, als würden wir ihn trinken. Okay. Dann seid ihr also zu dieser Auktion eingeladen. Nicht wirklich. Ich war auf der Jagd nach einer brutalen Vampirbande, die sich die Schrecken nennt, als ich eine Einladung zur Auktion fand. Es ist allein schon merkwürdig, dass Vampire zu einer solchen Veranstaltung eingeladen werden. Mhm. Aber dieser Vespera Valente-Jahrgang, der macht mir Sorgen. Werdet ihr mir helfen? Ja, ich helfe euch dabei, Nachforschung zur Auktion im Valente-Weingut samt Kellerei anzustellen. Sehen wir uns zuerst einmal auf dem Weingut um. Ich möchte mir die Trauben ansehen, die sie dort anbauen. Außerdem sollten wir uns mit dem Gelände vertraut machen, bevor wir uns in die Auktion stürzen. Keine Sorge. Genau für solche Einsätze hat Haus Rabenwacht mich ausgebildet. Okay, was ist Haus Rabenwacht? Eines der Adelshäuser von Kluftspitze. Außerdem sind wir ein Vampirzirkel. Ich würde sagen, man kann uns als gute Vampire bezeichnen. Wir trinken nur von freiwilligen Spendern und niemals im Übermaß. Unsere Mission ist es, die gierigeren Vertreter unserer Art zu jagen und zu vernichten. Also sind alle Mitglieder des Hauses Rabenwacht Vampire? In der Tat. Nun, mit Ausnahme unserer Diener und freiwilligen Blutvasallen. Wie gesagt, wir haben eine Mission. Wir folgen den Lehren von Graf Verandis Rabenwacht. Wir nehmen uns kein Blut mit Gewalt, wir helfen denen in Not und unterbinden die Taten feindseliger Vampire. Okay, was wisst ihr über das Weingut samt Kellerei? Das alles gehörte über Generationen der Familie Valente. Soweit ich das überblicke, erbte Fürst Valente das Gut vor ungefähr einem Jahr. Offenbar kehrte er von einer langen Reise zurück und dann wurde sein Vater plötzlich krank und verstarb. Nun leitet Galio Valente das Weingut. Okay, und Galio Valente ist ein Vampir? Laut der Einladung, die ich fand, ja. Und nicht irgendein Vampir. Er ist der Anführer eines mächtigen Zirkels. Weshalb mich diese ganze Sache ja beunruhigt. Rabenwacht hat noch nie von diesem Zirkel oder Valente gehört. Und eine Weinauktion? Das ergibt keinen Sinn. Okay, erzählt mir mehr über die Einladung, die ihr gefunden habt. Wie gesagt, wollte ich die Spur der Schrecken aufnehmen. Brutaler Vampire, die zuletzt gesehen wurden, wie sie in Richtung der Auen unterwegs waren, als ich die Einladung fand. Ein anderer problematischer Vampir, um den ich mich kümmern musste, hatte sie in seinem Besitz. Okay, warum hat euch die Einladung beunruhigt? Ihr meint abgesehen davon, dass sie an einen gefährlichen Vampir adressiert war und ihn vermutlich zu einer Auktion einlud, an der er eigentlich keinerlei Interesse haben sollte? Wenn die Dinge keinen Sinn zu ergeben scheinen, fühle ich mich verpflichtet, nach Klarheit zu suchen. Okay, leb wohl. So, wo geht's da hin?
Hier oben ist das Valente Weingut. Da oben gibt es auch noch eine Quest, aber das ist was für einen anderen Tag. Okay, dann schauen wir uns das Weingut mal an. Allerdings würde ich sagen, das machen wir dann in der nächsten Episode. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge hoffentlich und noch einen wunderschönen Tag. Auf bald. Tschüss.